Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin, und einer weiteren Filmbesprechung. Heute soll es gehen um Mission Impossible, Dead Reckoning, Teil 1. Einen Film, ihr wisst es, ihr kennt mich. In meiner Jahresvorschau habe ich davon gesprochen, das ist dann einer der ganz großen im Jahr. Auf den freue ich mich dann tatsächlich. Ich bin ein riesen Fan der Mission Impossible Reihe und zwar ausdrücklich von allen. Ja, ich weiß, das darf man so nicht wirklich sagen, aber ich mag auch den zweiten. Ja, das ist dann doch schon so, aus irgendeinem Grund, ja, ist es, ne? So, aber jetzt lasst uns über Dead Reckoning Teil 1 sprechen. Das ist der erste Teil des Abschlusses dieser Reihe. Nächster Teil kommt ja anscheinend dann 2024 raus. Und viel wurde gesprochen über diesen Film. Produktionsbedingungen wieder mal, natürlich, und das gehört ja auch mit zum Marketing. Ja, was denn Tom Cruise denn alles wieder gemacht hat. Und Tom Cruise, ja, der Name, der steht ja auch im Kino nach der komischen Pandemie irgendwie für ganz was Bestimmtes. Ja, ihr wisst ja noch, sein letzter, der so in den Kinos richtig groß gelandet ist, der wirklich für Aufsehen gesorgt. Dementsprechend ist man natürlich ein bisschen gespannt. Kann man das noch einmal reproduzieren? Kriegt das auch der neueste Teil der Mission Impossible Reihe hin, so erfolgreich zu sein wie eben dieser angesprochene Top Gun Maverick? Oder war das so eine Eintagsfliege und wir sind wieder zurück im Franchise-Trott? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Zuerst, worum geht es denn eigentlich überhaupt in diesem Film? Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1 ist ein relativ aktueller Film, denn Ethan Hunt tritt dagegen einen Gegner an, über den wir auch im Tagesgeschäft ein bisschen sprechen. Immer mehr eigentlich, denn es geht da im Grunde gegen eine KI. Ja? Es geht da im Grunde gegen eine allumfassende Macht, genannt die Entity, die sich im Grunde ein bisschen verselbstständigt hat und sich da in globalen Netzwerken eingenistet hat. Noch weiß man nicht ganz genau, was möchte die eigentlich. Man kann die ganz schwer kontrollieren. Allerdings gibt es da eine Möglichkeit. Es gibt da eine Art Schlüssel. Dieser Schlüssel bringt einen zur Lösung dieses Problems. Sagen wir es mal so. Und dementsprechend sind natürlich gar alle Geheimdienste der Welt so ein bisschen hinterher. Und geht's eben diese Reise, dass auch Ethan Hunt in dieses ganze Geschichtchen irgendwie verwickelt wird, hat ein bisschen was mit der Frau Faust zu tun, die wir aus den letzten Teilen kennen. Und dann kommt man drauf, es gibt nur Zugang zu einer Hälfte, die andere Hälfte ist tatsächlich gerade irgendwo unterwegs und da ist jetzt die Mission, diese zu beschaffen. Und dann kreuzen sich die Wege von Ethan Hunt mit einer Meisterdiebin, nämlich der Grace, gespielt von der Hayley Atwell, und gemeinsam mit ihr und seinem Team, wir kennen sie alle, Luther, Banshee und Miss Faust, geht es jetzt eben darum, diesen zweiten Teil des Schlüssels zu erlangen und den Schlüssel im besten Fall irgendwo wegzugeben, denn kein Mensch sollte so viel Macht in seinen eigenen Händen haben. So zumindest sieht es Ethan Hunt. So. Und ich war sehr nervös vor dem Film, wirklich. Weil ich habe so das ein oder andere gehört, die ein oder andere Pressestimme wahrgenommen, konnte diesen Film dann heute in der Preview sehen. Und dieser Film hat mir im Grunde bewiesen, etwas, was ich mir schon lange gedacht habe und was ihr im Grunde alle schon selber wusstet, oder? Denn Mission Impossible ist der bessere James Bond. Mission Impossible hat James Bond abgelöst. Und da spreche ich jetzt ausdrücklich nicht von den Daniel Craig Bonds, das ist eine komplett andere Tonalität, sondern das ist im Grunde genau das, was James Bond früher mal so wirklich groß gemacht hat und verkörpert hat. Und was viele Leute mit dem verbinden. Große, allumfassende Bedrohung trifft auf Spezialagent, gerade am Beginn Spionage-Thriller und dann im zweiten Teil mit grandioser Action um die Ecke zu kommen, die mit einigen großartigen Setpieces dafür sorgen wird, auch dieser Teil, dass man sich förmlich im Kinosaal festkrallen muss, weil es absolut mitreißend ist. Und für alle die sich genau sowas für ein Dead Reckoning erwartet haben, Part 1, möchte ich an dieser Stelle freudig verkünden, ihr werdet wahrscheinlich nicht enttäuscht werden. Ja, denn all diese Dinge hat dieser Film mit im Gepäck. Dabei macht es genau diesen Unterschied, dass wir es da mit Tom Cruise als Produzenten und Hauptdarsteller zu tun haben und nicht mit irgendwen anderen. Denn Tom Cruise bringt genau die Ernsthaftigkeit und die Ausstrahlung und vor allem auch die,
Würde gegenüber seinem Beruf und seinem Privileg mit, dass sich das Ganze wirklich organisch anfühlt. Das ist genau das, was man mit ihm verbindet. Er lebt für das. Er steht für eine ganz gewisse Art von Filmemachen. Von einer Art von Filmemachen, die man leider im modernen Hollywood immer mehr vergisst. Der Film zeigt, doch, die gibt's schon noch. Man muss ihn noch ein bisschen suchen, aber das ist wirklich, wirklich großartig. Man meint es ernst, man zeigt es so und natürlich funktioniert es dann nur, wenn du jemanden an deiner Seite hast, am Regiestuhl mit Christopher McQuarrie, der die gleiche Luft atmet wie du. Sagen wir es mal so, wenn es cinematisch gesprochen ist. Das ist sensationell. Dazu muss ich sagen, der Film brilliert vor allem auf technischer Sicht. Meiner Meinung nach, ich finde da nichts Falsches an dem Film. Das Sounddesign ist absolute Weltklasse. Zeigt vor allem in den Action-Szenen, wie wichtig dieses Element des Sounddesigns ist. Also mein großer Tipp, bitte wartet nicht, bis der Film im Heimkino ist. Schon gar nicht im Free TV oder irgendwo anders oder auf Streaming-Plattformen. Geht's ins Kino. Der Film wirkt nur im Kino so. Du brauchst eine Soundanlage, die wirklich perfekt eingestellt ist. Der Film hat es verdient. Das ist grandios. Wirklich sensationell. Dann eine tolle Kameraarbeit, möchte ich auch loben. Sehr, sehr schön. Sowohl die Actionsequenzen werden toll eingefangen, als auch beinahe poetische Shots im Nachthimmel mit Venedig als Background. Da gibt es ein paar so tolle Einstellungen in dem Film. Wow! Also spektakulär. Das Tüpfelchen auf dem i. Und ich habe den Namen gesehen in den Credits und habe mir schon gedacht, hui, sehr cool. Eddie Hamilton ist für den Schnitt verantwortlich, gell? Ja. Das ist grandios. Grandiose Schnittarbeit. Sensationell. Der Film dauert 2,5 Stunden. Gell? Bissal drüber. Selten fühlt sich das oder hat sich so eine Lauflänge so kurzweilig und so dicht angefühlt wieder. Wirklich toll. Und es wird nicht aufdringlich. Und das ist das Tolle. Ja, fantastisch. Chris McQuarrie ist jemand, der die Figur Ethan Hunt und das, was die Filme ausdrücken sollen, perfekt verstanden hat. Es ist jemand, der sich jetzt auch endlich traut, den Humor ein bisschen mit in die Reihe zu bringen. Das tut dem finalen Film sehr, sehr gut. Ja, das ist eine schöne Sache, vor allem in einer ganz bestimmten Verfolgungsjagd ist das dann wirklich Sensor. Toll. Generell, und da bin ich vielleicht einer der wenigen, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich möchte die Addition von Hayley Atwell ganz, ganz besonders loben in dem Film. Sie ist grandios, sie ist super, vor allem auch ihre Figur ist toll. Ihr Part ist sensationell gespielt, die nötige Chemie mit Cruise ist mit im Gepäck. Inszenatorisch, und das ist wirklich das größte Lob, das ich geben kann, wir befinden uns auf einem Wahnsinnsniveau, das Chris McQuarrie da an den Tag legt. Vor allem die erste Hälfte des Films, da sind Sequenzen dabei, meine Damen und Herren. Ja? Also der Prolog, die ersten 10 Minuten im U-Boot, makellos. Dann gibt es da noch gewisse Momente, gerade die ruhigen, es gibt da einen Moment an einem Flughafen. Boah, ja, also spitze, ja, da gibt es einige fantastische Momente, da werden wir uns über einige noch unterhalten im Jahresrückblick, da bin ich mir sehr, sehr sicher. So, klingt nach einer Lobeshymne, ist es weitestgehend, auch wenn da nicht die Story wäre, die man so erzählen möchte, denn die ist wahnsinnig dicht verfasst, die lässt auch kaum Luft zum Atmen, Gott sei Dank, möchte man fast sagen. Denn es tritt hier uns wirklich noch deutlicher als in den vergangenen Teilen für mich persönlich zutage, dass das, wenn man das ernst nehmen möchte, was man da so erzählt, dann brauchst viel guten Willen. Gell? Das ist teilweise wirklich echt abstrus. Sehr drüber teilweise. Die Tonalität spießt sich ab und an schon ein bisschen und in gewissen Momenten passiert für mich zu viel entweder gewollt oder basierend auf purem Zufall. Und das ist fast ein bisschen schade. Ja, das reißt hat mich ein, zweimal ein bisschen rausgerissen aus der Szenerie, dass ich mir gedacht habe, boah, ein bisschen viel gerade. Ja, ein bisschen viel. Da nimmt man sich ein bisschen zu viel vor, finde ich. Ich finde es, und dann ist schon eine Sache, Mission Impossible, diese Reihe definiert sich durch großartige Momente. Wir erinnern uns, wenn wir uns zurückerinnern an jeden einzelnen Teil, da gibt es in jedem Teil diese eine Sequenz, an die man sich immer erinnern wird, wenn man den Film denkt. Ich weiß noch nicht, welches bei dem Film ist. Es gibt ein paar Contender, aber es ist interessanterweise wahrscheinlich nicht die Sequenz, mit der sie wahnsinniges Marketing machen aktuell. Denn die Szene ist echt kurz und ausgerechnet in der Szene stellt sich für mich dieses Feeling, das sie wahrscheinlich wollten, nur so bedingt ein. Das finde ich ein bisschen,
Bisschen komisch, dass man sich ausgerechnet auf diese Sequenz konzentriert hat im Marketing. Long story short, ja, wir schreiben heute den 8. Juli. Das ist jetzt die Zeit des Sommerblockbusters. Wir warten alle heiß, ja, auf den Film, der das grauenvolle Boxoffice des heurigen Jahres exklusive Super Mario und Guardians of the Galaxy so ein bisschen rausholt. Der könnte schon sein, gell? Weil der macht in diesem Bereich schon sehr viel mehr richtig als nicht. Ist nicht der stärkste Mission Impossible Film, finde ich persönlich, aber er bringt eigentlich alles das mit, was man sich von so einem Film erwartet. Und aus technischer Sicht darf man sich da wirklich, glaube ich, fairerweise einfach nicht wirklich beschweren. Von mir bekommt Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 Teil 1 auf meiner 10-pünktigen Skala wirklich starke und echt empfehlenswerte 8 von 10 möglichen Punkten. Bitte, bitte, Leute, geht's ins Kino, schaut euch das an. Es ist wirklich sehr, sehr selten, dass solche Filme noch den Weg auf die Kinoleinwände finden. Und es wird ein starker Juli, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein super Startschuss gesetzt. Das würde ich an der Stelle unterschreiben. Damit darf ich mich aber auch schon wieder ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und ciao.